Bilder beim Thema Body, was ich mir von Hunkermüller dieses Jahr gekauft habe, was ja auch letzten Endes meine, ich sage, weil ich ja das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut finde und ja mittlerweile schon meine Schachteln aufbewahre. Ja, ziehe die Bodies jetzt vielleicht nachher doch nochmal an. Ich habe es einfach, wie gesagt, weil ich ja gepackt habe, einfach alles zusammengeworfen. Ich habe hier, ja genau, den kann ich nicht anziehen. Das ist nämlich das einfach, sind einfach nur so ein paar Bänder. Macht aber mega was her. Also wie gesagt, auch wenn man so sich wie ich zum Beispiel sich mit Yoga fit hält, sieht das mega aus mit mega grünem Licht. Da gibt es auch schon Fotos von. Das ist eigentlich nichts anderes als ein paar Bänder, also quasi ein paar Bänder, die quasi die Figur umschmeicheln. Ich habe das Ding allerdings S genommen, damit es richtig gut sitzt. Also sitzt dann komischerweise richtig gut. Also unten ist das quasi so ein, kann man das mal gucken, so ein String. Hier ist so ein String ist das. Kann ich das so sehen? Ein String ist das. Natürlich ganz schlecht vom Licht her. Also doch nicht so der Hit. Vom Licht her. Ein String. Und dann hat er eigentlich quasi so ein paar Bänder. Auch die ist mit dem Herz gekauft. Ich zeige euch die mal. Die sind doch ganz cool. Man muss sie nur jedes Mal wieder reinfummeln. Mit Snake-Muster. Damit halt hast du nicht, sonst hinterher kleben sie nicht mehr. Zeige ich dir mal, die sehen so aus. So Snakes, sieht eigentlich sehr ganz cool aus. Musst du wieder reinkleben. Die halten auch. Also die halten auch, ohne dass sie runterfallen. Ich hatte jetzt auch schon einige Nippelpads gehabt. Die habe ich bei Fotos so festgehalten, weil sie immer runtergefallen sind. Das ist auch nicht so wild. Das, was ich letztlich gekauft habe, ich habe noch gedacht, kaufe ich es nicht. Das ist ja eigentlich, hätte ich mir auch selbst machen können. Das hier sind nichts anderes als so Glanzdinger, die man sich ja selbst machen kann. Einfach zusammenschneiden. Dafür habe ich stolze, ich glaube, 12 Euro bezahlt. Habe ich mir schon hergeschafft. Boah, 12 Euro für solche, quasi solche stylischen Nippelcovers. Also für Fotoserien sind die mega. Die passen auch zu diesem Body, den ich jetzt nicht dabei habe. Also ich habe das Cover jetzt nicht dabei. Das Ding heißt, glaube ich, Play Suite, was ich gerade in der Hand habe. Das ist ein Spielanzug. Das ist ja auch schon auf. Der Jagger, den ich mir jetzt auch noch gekauft habe, irgendwann. Jagger, habe ich, glaube ich, die halbe Kollektion auch von. Also ich kaufe ja hauptsächlich Brazilians, weil ich ja die, wenn man so ein breites Becken hat und so eine Apfelfigur wie ich, also zum Beispiel oben wenig, hier Apfelfigur, dann passen zum Beispiel diese Brazilians super, also nicht die High-Waist-Hülsen passen mir gar nicht, weil da sehe ich noch komischer aus, also fühle ich mich nicht wohl. Da habe ich lange überlegt, ob ich es kaufe. Ich war dann auch im Laden, das ist auch wieder so einer, wo man hier hinten, was ich ganz gut finde, hat hinten so eine, also wie so ein BH hat da quasi, was man zumachen kann. Das finde ich sehr geil. Also nicht nur so ein Body. Ist auch ernsthaft ein Body. Hat unten auch so zwei, drei Dinger, die aber eigentlich auch für die Katze sind, weil die brauchst du gar nicht. Und ist dann sieht eigentlich, ist es so ein Mix zwischen einem, naja, so einem Badeanzug-Style, weil es ist nicht transparent. Die könnte ich jetzt auch gleich nochmal anziehen, wenn ich aus meinem Roten raus bin. Mache ich das einfach nochmal. Der ist wie so ein Badeanzug, ist nicht transparent. Und dadurch ist der hinten, ist der aber komplett, hat er wirklich komplett String. Das finde ich super cool. Und man glaubt es kaum, selbst wenn man wenig Oberweite hat wie ich, dieses Ding macht ein Hammer-Body. Also ich habe viele BHs gekauft, ich weiß nicht, ob man das sieht. Da hinten habe ich so meine Wäsche mal aufgehängt. Ich glaube, man sieht es jetzt nicht irgendwie. Ich werde es jetzt auch nicht zeigen. Ich war einfach mal frech, habe sie einfach aufgehängt. Ich habe meine Wäsche schon in den Schrank gehängt, wo ich mir denke, oh mein Gott, Wäscheschrank, okay, wenn ich meinen Schrank aufmache, ist da nur Unterwäsche. Und der ganze Rest ist in so Tütchen drin, da schmeiße ich immer alles rein, so Tierchen rein und dann vergesse ich das. Und man hat also seine Lieblingsteile. Also das ist das, wo ich auch sagen würde, okay, super. Mit den Nippelcovers, wie gesagt, gibt es alle so verschieden. Da warte ich immer, wenn 20% sind, so Member Days. Man kann ja so eine Karte, hat man ja so eine Member-Karte und kriegt dann Prozente oder Guthaben, je nachdem. Jetzt haben sie ein neues System. Da habe ich, glaube ich, auch alle möglichen von. Und ja, jetzt gucke ich mal, was hätte ich denn sonst noch an Bodies? Habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie fast alles durch. Genau, das, was ich mir letztes Jahr noch gekauft habe, das sind erst jetzt nochmal das Oberteile. Habe ich lange überlegt, kaufe ich das Unterteil, ich habe es nicht gekauft. Das ist das da. Das war auch sehr cool. Das habe ich in Rot, Oberteil und in Schwarz. Okay, ich sage gar nichts dazu. Es ist, im Nachhinein hätte ich mir eine L kaufen sollen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Bikini, Mix zwischen Bikini. Das Coole ist, es ist das gleiche Rot. Das ist das gleiche Rot, wenn du Hunkermüller hat, einmal Rot, gleiches Rot. Das heißt,
Die Slips sehen genauso aus wie das. Das ist cool. Man kann definitiv ein Oberteil kaufen, ein Unterteil in Rot und es ist das gleiche. Das heißt, man kann wild kombinieren. Ich glaube, ich habe nur ein einziges Set. Ein einziges Set habe ich, glaube ich, vollständig. Alle anderen haben mir wieder die Oberteile nicht gepasst, die BHs nicht gepasst oder irgendwie sah es unten auch komisch aus. Also was ich an dem ja ganz cool finde, das ist quasi, das ist eigentlich nichts anderes als ein BH. Das heißt, das ist so quasi so und dann steckst du dann rein. Kann man zwar aufmachen, aber das sind wieder diese Verschlüsse, mit denen ich echt auf Kriegsfuß stehe. Die hier, die müsste man da unten rausfummeln und wenn man ohne Partner ist wie ich, dann muss man, dann kommt man zwar rein, aber nicht, also man kommt zwar raus, aber nicht mal rein alleine. Hier oben, das habe ich gleich zugelassen, hier, alleine rauszukommen aus diesem Verschluss ist ein Albtraum. Also man kann sich das Gott sei Dank über den Kopf stülpen. Das heißt, das ist so gut, dass das geht. Ich hätte mir eigentlich L genommen, weil er ist halt dann, wie soll ich sagen, wenn man jetzt die Unterbrustweite nimmt, er ist halt schon ziemlich eng hier hinten und hier oben eng. Habe ich jetzt so gesehen. Wenn ich jetzt aber L genommen hätte, hätte es unten nicht gepasst. Finde ich sehr cool. Da habe ich gedacht, da hatte ich wieder so einen Schlag, okay, ich kaufe mir halt noch einen Goss und gab hier nicht noch 5 andere Farben. Und ich habe den halt in Schwarz. Er ist halt auch so ein bisschen, was ich cool finde, so ein bisschen halbtransparent. Das Unterteil habe ich mir nicht gekauft, weil das wäre dann wieder so ein hochgeschnittenes String gewesen. Und wenn man halt so Pearl-Stitching hat wie ich, dann sieht das einfach, dann bleibt es halt nicht oben, es rutscht halt runter. Das heißt, wenn man sich hinsetzt oder irgendwie Fotos macht, dann rutscht es halt einfach runter. Und das sieht dann, die 24 Euro kann ich auch in was anderes abgeben. Das muss ich dann auch nicht haben. Also das hier sind auch so meine Lieblingsteile. Schwarz habe ich super oft angehabt und habe ich auch mit wirklich tollen anderen Slips kombiniert. Die zeige ich gleich ja nochmal, mache ich nochmal einen anderen Stream. Aber das ist halt das, was ich so cool finde, wenn das einmal... Auch das sind immer die gleichen Farben wie Schwarz, beziehungsweise dieses Gold ist immer gleich. Und das kann man halt dann kombinieren zu allen Slips durch. Und das war dann preislich, glaube ich, bei 24. Gibt es auch nicht mehr, wird aber wahrscheinlich vielleicht wieder alles wiederkommen, man weiß es ja nicht. Die meisten haben sie unten Strapshalter dran. Und diese ganzen Bodies, also der hat zum Beispiel keins unten dran. Aber ganz ehrlich, es gibt ja Stay-Ups, man kann das mit... Ich mache das immer mit so verschiedenen Styles unten dran, also jetzt nicht nur immer nur langweilige Strümpfe, sondern habe da so meinen eigenen Style, so was Kaputtes oder man macht einen Strumpf kaputt oder irgendetwas für Fotos, dann hat das ganze Fotos gleich ein ganz anderes Aussehen. Genau, und jetzt würde ich sagen, jetzt belassen wir das erstmal dabei. Ich danke euch fürs Zugucken und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn ich dann wieder meine Wäschetruhe für euch öffne oder meine Sachen, die ich jetzt da oben hingehängt habe. Und das Einzige, was ich natürlich nicht habe, ist ein weißer BH. Man glaubt es kaum. Ich wünsche euch was bei Fragen für die Teile. Ich werde jetzt auch nochmal unten zusammenschreiben, was das war. Weil vielleicht sagt ihr, okay, finde ich cool, möchte ich doch mal gucken. Also ich mache es, ich kriege jetzt auch kein Geld von Hunkemöller, sondern das mache ich aus Überzeugung, weil ich die Sachen einfach toll finde. Ich habe sie mir auch selbst gekauft, also ich habe sie jetzt nicht geschenkt gekriegt, nicht zur Verfügung gestellt, sondern es ist mein persönliches, wie soll ich sagen, ich gebe einfach gern dafür Geld aus. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.